MK3 Passenger Modul. Habe ich aber noch nicht, glaube ich, oder? Meh, so abgefahrenen Passagierkram mit so vielen Sitzen habe ich noch nicht, Neo. So, fertig. Voll gut, oder? Und jetzt kommt der... Das ist jetzt natürlich, das ist eine geniale Konstruktion, das muss man einfach mal fair sagen. Sowas bauen halt Leute wie ich manchmal im Nachmittag, wenn sie einen Kaffee trinken, apropos Kaffee. Das kann passieren. Und jetzt kommt der geniale Part dieser Konstruktion. Pass mal auf, jetzt kommt der geniale Part dieser Konstruktion. Das wird wahrscheinlich alles fürchterlich nach hinten losgehen, aber... trotzdem, bis mir keiner das Gegenteil bewiesen hat, ist das der geniale Part der Konstruktion. Wir bauen jetzt hier noch einen Docking-Mast auf. Oh ja, einen Docking-Mast, das habt ihr richtig gehört. Damit wir an die Raumstation natürlich auch ranfliegen können und sie andocken dürfen. Oh ja. So, und jetzt gucken wir mal. Center of Mars liegt ungefähr da. Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen ändern. Vermutlich macht das Sinn, an dieser Stelle dies zu tun. Zack, zack, zack. So, okay, das ändert es gar nicht so viel. Yep, dann kann der aber weg. Und wir haben echt mehr als genug RCS. Das ist also gar kein Problem. So. Hoffentlich flippt das nicht beim Start. Wieso sollte das flippen? Das hat überhaupt keinen Grund zu flippen. Das ist so aerodynamisch. So, Coupling. Da kommt jetzt ein Dockingport oben drauf. Ah, das sieht aber so auch nicht aus, ne? Wartet mal kurz. So ein bisschen Ingenieursehre muss ich dann noch beibehalten, dass das auch ordentlich aussieht. Und nicht so dahin geschlammt. So, guck mal. So, zack. Das ist unser Docking Tower. Ja, mit dem werden wir dann hingehen. So, und jetzt müssen wir einmal die ganzen RCS-Blöcke schalten wir mal einmal aus. Jetzt ist disabled. Alles ist disabled. Sehr schön. Die hier kommen auch aus, weil ich möchte natürlich nicht, dass ich das ganze RCS da drin schon verbrauche und auch nicht, dass irgendwelche total abgefahrenen Dinge passieren, sondern ich werde natürlich speziell dafür vorbereitete, super tolle RCS-Monsterblöcke verwenden. Konkret diese hier. So. Zack, mit denen werden wir uns dann nachher andocken und die können dann fröhlich das RCS hier draus verheizen. Und hier machen wir einfach mal zu. Das müsste das in allen gesperrt haben. Genau. Zack. So, das ist Projektabholung, nenne ich es mal. So, und jetzt müssen wir Projektabholung natürlich noch mit ein bisschen Sprit versorgen. Damit wir es irgendwo hin bewegen können im Orbit. Zack, Projektabholungstriebwerksstation. Ich überlege fast, ob uns der nicht reicht. Thrust Rate von 1, bla bla. Haben wir 719 Delta V. Und wenn wir den großen nehmen, haben wir wahrscheinlich mehr Thrust Rate, aber deutlich weniger. Also ja, wir verlieren halt Delta V. Wie viel Thrust Rate haben wir dann? 059, ganz ehrlich. Da reicht uns der Kleine, der kostet nämlich auch weniger. So, das ist nämlich nur unser Transfervehikel. Hat einen Dockingport, nicht CP, nicht Construction Port. Ich glaube, das Space Camp hat alles, aber ich gucke das jetzt, bevor wir starten, gucke ich nochmal nach, versprochen. Also das sitzen wir jetzt nicht aus mit, ja, ja, wird schon schief gehen, sondern das gucken wir tatsächlich nach. So, Autostrutten wir erstmal den Spaß hier durch. So, dann können wir hier ein bisschen Strom erzeugen. Besonders viel muss es ja nicht sein. Zack. So. Genau, ein bisschen Strom. Das erinnert mich daran, dass wir vielleicht einfach mal all diesen Kapseln noch Solarpanels mitgeben. Damit die nicht unterwegs verrecken. So, weil Essen haben sie genug Toleranz, dass uns das alles nicht stört. Aber wenn jetzt der Strom ausgeht, dann können wir natürlich mit den Kapseln auch nichts mehr machen. Gerade auch den Probe-Con nicht. Und wir müssen an alle Kapseln auch noch ein
ein der Gerät anbauen. Ein der Steuerungsgerät. Genau. So. Der Strom. Nicht Strom. Eine Antenne. Zack. Und warum hat die sich jetzt gerade so komisch gedreht? Ja, Fairing kommt da gleich noch drum rum. Ich fliege nicht so los, keine Sorge. Warum dreht er das so komisch? Komm schon. Ah ja. Jetzt noch ein bisschen weichere Optionen geben. Reaction Wheels brauche ich nicht, weil die Kapseln hier alle ziemlich starken Torque haben. Wo steht's hier? Reaction Wheels sind in diesen Kapseln verbaut mit einer Pitch Torque von 15. Davon habe ich 5 Stück. Glaub mir, wenn ich irgendwas habe, dann ist es ausreichend Reaction Wheels. So, dann machen wir hier einen Decoupler ran und darunter dann ein Fairing. So groß, wie wir es irgendwie kriegen können. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das Fairing überhaupt so breit gezogen bekomme. Dumm. Da waren sie wieder, meine 5 Probleme. Mein Fairing ist nicht groß genug für diesen Spaß. Aber auch das sollte eigentlich kein ernstzunehmendes Problem darstellen. Ist alles nur eine Frage des Winkels. So, gucken, ob das schon reicht. Nein, tut es noch nicht. Verdammt. Dann drehen wir das jetzt einfach mal wieder in vernünftig. Fairing wird überbewertet, das sieht super aerodynamisch aus. Nein, tut es nicht. Ich weiß, dass du lügst, Emojack, und nur sehen willst, dass was kaputt geht. Was dein gutes Recht ist. Aber nein. Boah, ich habe leider echt noch kein größeres Fairing, oder? Das ist ärgerlich. Max Radius 3 Meter. Verdammte Axt. Und vielen Dank für dein Abo, Emojack. Zweiter Monat in Folge. Ja. Aber es löst nicht mein Problem, Jack. So sehr es mich freut, so wenig löst es mein Problem. Gut, was machen wir denn jetzt? Also, wir gucken aber nur so ein bisschen raus. Gut, das ist hier eh schon Half God of Clipping, wenn ich das so alles sehe. Können natürlich wirklich sagen, wir machen es tatsächlich ziemlich männlich und fliegen ohne Fairing und fliegen halt einfach bis sich das mit dem Luftwiderstand erledigt hat, relativ vorsichtig. Dann würde ich hier aber mal eine bessere Verbindung schaffen, tatsächlich. Hey. Jetzt geht's aber richtig los. Jessa, natürlich auch danke für dein Abo. Und wir machen das hier mal ein bisschen stabiler. So, und jetzt passt auf. Wir machen jetzt hier einfach eine Rakete, in der ausreichend Toleranzen und Kontrolle vorhanden sind. Hoffe ich zumindest. Um das Teil in einem Schwung nach Hause zu bringen. Und ich muss da gleich noch das Zeug anbauen. So. Das wird jetzt natürlich nicht mal eben einfach so funktionieren, mit einfach so kleinen Antrieb drunter klemmen. Aber wir fangen mal mit irgendwas an. So, wie viel Thrust Weight haben wir dann? Zu wenig. Okay, das ist wie immer eine gute Sache.
Etwas mehr und ein größeres Triebwerk. So. Und jetzt müssen wir. Ja, fliegen wir einfach vorsichtig. Hat schon immer geklappt. Natürlich hat das schon immer geklappt. So, jetzt haben wir schon mal Atmospheric 116. Wir haben 2975 Delta V. Das ist natürlich viel zu wenig, um irgendwo hinzukommen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das umsetzen in einen Aufstieg zur Raumstation, ohne uns dabei umzubringen, beziehungsweise es kaputt zu machen. So. Ich würde mal sagen, wir machen hier die Teile ran. So. Dann kommt da noch so eine ran, um es ein bisschen zu verlängern. Sehr schön. Und wir packen da die Dinger noch dazu. So, und wir zünden alles gemeinsam. Dann reden wir in der ersten Stufe über eine 119er Thrust Weight. Und wir sind schon bei 5000 angekommen. Das ist noch nicht besonders viel Puffer oder nicht so viel Puffer, wie ich gerne hätte. Aber wir haben ja auch noch nicht den Kniff der Kniffe angewendet. Den kniffigsten Kniff, seit es Kniffe gibt. Zack. Und. Zack. Und siehe da, wir zaubern aus 4900 Delta V, 5700 Delta V. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir noch für den Anfang zumindest. Wir brauchen Booster. Wir brauchen sehr große Kontrollflächen, die viel Drag hinten erzeugen, damit der Drag vorne nicht von dem Drag hinten übertüdelt wird. Und ich glaube, da oben mache ich noch ein Aerodynamic irgendwas drauf. Sowas da zum Beispiel. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Irgendwas, was zumindest eine gewisse Aerodynamik vorne erzeugt. Damit es einfach nicht ganz so schlimm wird. Okay, also, pass auf. So. Und wahrscheinlich wird es nicht viel besser als das. Die Flugzeugdinger habe ich noch nicht, ne? Nee. Habe ich noch nicht. Na gut. So. Ja, Antenne und Solarpanel an der unteren Kapsel kommt noch. Habe ich tatsächlich auf dem Schirm, auch wenn es gerade nicht so wirkt. Zack. Und. Zack. Oh Gott. Das wird der Horror. Das wird der völlige Horror. Okay, aber. Weil es so schön ist, fliegen wir das trotzdem so. So. Hat Winter früher vernünftiger gebaut? Ja, also ich baue auch heute noch vernünftig, aber manchmal gibt es halt einfach so Sachen, ne? Ich könnte auch dreimal hoch und runter fliegen und jeweils fünf von denen abholen. Aber ganz ehrlich, wäre es spannend am Ende des Tages? Wahrscheinlich nicht. Man muss ja auch ab und zu mal Dinge tun, die vielleicht nicht so ganz vernünftig sind. Nicht so ganz. Achso, da wollte ich vorher noch Booster reinbauen, ne? Zack, zack, zack. Dann kommen da kleine Booster noch ran, damit wir erstmal so ein bisschen Zeit gewinnen, Schub zu entwickeln. So. Die entzünden wir natürlich zusammen mit unseren ganzen Triebwerken. Zack. Und danach werden die abgetrennt. Weil dann sind wir atmosphärisch nämlich schon von 1,4,0, mit denen wir starten durch die Booster. Ihr erinnert euch, wir hatten 1,1,6 oder irgendwie sowas, 1,1, auch irgendwas auf jeden Fall. Und dann sind wir schon auf 1,3,2, weil in der Zeit, wo die Booster brennen, verbrennen wir sehr viel Sprit. So. Gucken wir mal. So. Dann kommen da die Dinger ran. Das Auto strutten wir nochmal. So, dann brauchten wir noch zweimal Strom für die netten Herren in dieser Kapsel und die Damen natürlich auch, falls da welche drin sitzen. Den Strom dürfen alle benutzen, da bin ich gar nicht so. Und natürlich kriegen die auch eine Antenne, damit sie mit ihrer Kapsel auch irgendwo hinkommen.
So, gleiches Recht für alle. So, die Kapseln sind prinzipiell vorbereitet. Jetzt kommt da oben noch so ein aerodynamisch, also ich weiß nicht, ob das irgendetwas in irgendeiner Form besser macht, aber wir probieren es zumindest. So. Wo ist denn mein Coupling? Coupling. Klemp-O-Tron, Deckung Tort. Zack. Zack. Und Adlan, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Körpernauten. Und jetzt schauen wir mal. Ich speichere das jetzt erstmal. Also prinzipiell haben wir 5743 Delta V und eine echt interessante Rakete. Normalerweise würde ich das in ein Fairing packen, aber ich habe kein Fairing, was groß genug ist. Also einfach mal ein bisschen improvisiert. Muss man mal gucken. Jetzt müssen wir zwei Dinge uns anschauen. Erstes Ding, was wir uns anschauen. Ihr seid echt scheiße, wenn ich euren Chat so lese. Mir ist schon klar, dass das nicht das ideale Fluggerät ist, Freunde. So, jetzt gucken wir aber mal, was uns das Space Camp Ding eigentlich bringt an Kohle. 97.000! Habt ihr gesehen, wie wenig Geld wir dafür kriegen und wie viel diese Rakete jetzt schon kostet? Und wir haben die ja auch schon hochgeflogen. Gott, ist das ein Minusgeschäft. Ja. Okay, Space Camp. Super. Space Camp. Na, 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 Space Camp. Okay, das war der erste Streich. Es ist also ein finanzielles Minusgeschäft. Wir reden uns das jetzt einfach mal schön dadurch, dass wir Astronauten bekommen. Ich hoffe, das sind viele und ich hoffe, die haben gute Berufe, teure Berufe. Und das sind Könner, sonst werde ich echt sauer. So. Und jetzt gucken wir mal. Wo ist sie denn? Kerbin Space Station da. Jetzt gucken wir mal, was für Docking-Ports wir hier so zur Verfügung haben. Ja, wenn ich die Kerbals mit dazu rechne, dann kommt das ein bisschen darauf an, weil so Kerbals, ich weiß nicht, ob dies nur Piloten, Scientists und Engineers werden durch den Vertrag. Ich habe ja ein paar mehr Kerbal-Klassen. Bei mir gibt es ja auch Biologen und Farmer und Bergarbeiter. Und diese Nicht-Piloten, Scientists, Engineers Kerbal sind relativ preiswert zu haben. Wenn ich davon drei bekomme, war das kein gutes Geschäft. Die hätte ich mir auch einfach so kaufen können. Aber es ist egal, das Spacecamp ist schon cool. Also hier sitzt unsere ganze Bande übrigens drin. Ja, wie ihr seht, kann man da lange durchklicken. Es sind natürlich auch ein paar Profis mit dabei, aber vor allen Dingen viele, viele Leute, die hier eigentlich nichts verloren haben. Und die sitzen hier hinten in ihren Containern aufgereiht drin. Und jetzt gucken wir mal, hier ist zum Beispiel ein Klempotron Docking Port Junior, das hilft natürlich richtig toll. Wer sitzt hier drin? Nur Fischkopf-Kermen. Ach, das war der Pilot, oder? Das war der Pilot, der mit denen hergekommen ist. Das heißt, wir könnten eigentlich sogar eine Kapsel weglassen, weil hier ist noch. Hier ist noch. Was hat das für einen Anschluss? Ah, das würde natürlich ein Ding sparen. Das ist ein Klempotron Construction Port. Okay, das heißt, wir müssen einen Construction Port mitnehmen. Potenziell zumindest. Hier sind auch Construction Ports, ne? Ja. Okay, aber das sieht nach Construction Port auf jeden Fall aus. Hier habe ich es eh zusammengedengelt. Okay, also Construction Port check und Fischkopf Kermen kann 2 der 14 Leute mitnehmen. Dann sind wir auf 12 runter. 12 durch 3 sind exakt 4. Das heißt, wir könnten unser Gefährt ein wenig reduzieren, was auch die Kosten reduziert. Und Fischkopf Kermen kann mit dem Ding hier dann einfach. Das ist eine komplett valide Descent-Kapsel. Ist alles dran, Heatshield ist dran. Dann können wir damit nach Hause fliegen. Das sieht gut aus. Dann kann er die ersten zwei mitnehmen. Und wir bringen dann einfach noch ein paar zusätzliche Absteige. Pots hoch. Sehr schön. Das spart ein bisschen Geld. Das ist gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Also zum einen ermöglicht es uns, dass wir überhaupt docken können, weil mit dem Dockingport wären wir dann nirgendwo rangekommen. Ich kann sie nachträglich im Safe Game auf Umschulung schicken, oder? Das kann ich theoretisch machen, aber ich würde es tatsächlich so nehmen, wie es kommt aus dem Space Camp, weil ich die anderen Positionen ja mit relativ wenig finanziellem Aufwand füllen kann. Ich gucke einfach mal, was passiert. Also ich muss ins Safe Game Edit muss ich sowieso rein, weil ich will den ja dann Namen verpassen von euren
Zuschauerkörbels. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Die Greifer haben eine eigene Stage. Greifer? Was möchtest du mir sagen? Hi Hannibal. Greifer. So, Kazit. Tschüss. Schönen Abend noch. Und wir machen mal weiter mit dem Space Camp Capsule Ding. Wo wir uns mal einen Pot sparen können. Das spart natürlich auch Delta V. So. Mal überlegen. Zack. Raumschiff. So, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wahrscheinlich den hier wegzubauen. Dummerweise ist der natürlich das Root-Part. Also rerouten wir mal. So, du bist nicht mehr das Root-Part, denn du bist das neue Root-Part. Zack. So, dann können wir nämlich den Kram da alles wegbauen. Und das, den Probe-Core lassen wir, glaube ich, dran. Dann ist das hier nämlich unser zentraler Probe-Core, von dem aus wir den ganzen Kladderadatsch steuern. So. So, und jetzt ging es ums Skalieren. Kann ich skalieren? Ich kann skalieren? Cool. Wartet mal, aber vielleicht kann ich auch einfach Fairings skalieren. Das würde vieles einfacher machen, oder? Kann ich Fairings skalieren? Die große Frage. Hopp. Nö, Fairings kann ich natürlich wieder nicht skalieren, ne? Okay, aber dich kann ich skalieren. Ha, ha, ha. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier noch aerodynamischen Einfluss hat. Also, ich bin mir sicher, dass es einen aerodynamischen Einfluss hat, aber ich weiß nicht, ob er gut ist. Düdüm, düm, düm, düm. Oh, weia. Ja, 5 oder 7,5, Freunde. Also 7,5 würde auf jeden Fall die gesamte Rakete aerodynamisch hervorragend machen. Ich glaube, jeder, der mal Zugang zum Windkanal hatte, stirbt gerade einen fürchterlichen Tod. Die Pilze kommen. So. Autostrut. Ja, das sieht auf jeden Fall wirklich interessant aus. Sehr, sehr, sehr interessant. Autostrut, all the things. So. Aber wir haben jetzt echt 6000 Delta V. Wir haben eine Trust-Weight-Ratio, die wirklich in Ordnung ist. Das heißt, wir machen jetzt nochmal eine Bespaßungsantenne an die Stelle hier ran. Gut. Ist bei den Kapseln Autostrut an? Ja, bei den Kapseln ist schon Autostrut an. So. Schwupp. Aber mach es zum Absprengen. Es ist doch zum Absprengen. Naja, eben war es noch zum Dekoppeln. Ach, fuck, ich sehe den Dockingport dann nicht mehr, ne? Nein, weil der Knöpkes da so innen drin ist. Das ergibt sicherlich auch wieder clipping-technisch irgendwas Tolles. Verdammt. Es ist noch nie was schiefgegangen, indem man Dinge immer länger baut. Das war sehr ironisch gemeint. Okay, man braucht tatsächlich nicht ganz so viele davon. Ich muss halt meinen Dockingport noch sehen können. Das ist okay. So. Zack, zack, zack. Zip. Solange ich den Dockingport noch sehe, ist noch alles gut. Dann kann ich es nämlich abdocken. Und was ich abdocken kann, kann ich wegschmeißen. So. Gut. Space Camp Capsule vorbereitet. Und mit Sonnenschirm ist ja noch nie was schiefgegangen. Aber das ist kein Sonnenschirm. Das ist ein hochprofessionelles aerodynamisches Device, an dem wir lange entwickelt haben. Gut. Ich glaube, tatsächlich kann man so tun. Ich bin gespannt, wie es fliegt. Es wird nicht gigantisch sein, so viel kann ich schon mal sagen. So, wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das macht 12. Oben sind nochmal 2 Sitze und das sind 14 Fraggles gewesen, oder? 14. 14 Passengers. Das haut genau hin. Das heißt, Fischkopf-Kerman würde die 2 ersten Passagiere nehmen und den Rest verteilen wir auf diese automatisierten Rückholpods. Das ist total SpaceX-mäßig, außer jetzt vielleicht die Rakete. Und wie gesagt, gestruttet ist das alles auf automatischer Ebene. Das ist gestruttet, hier ist gestruttet, hier ist alles gestruttet. Ich habe alles schon mal durchgestruttet. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sollte passen. Hier ist auch gestruttet. Heaviest Part. Also insgesamt
sollten uns keine großen Probleme erwarten. So, ist mal eine optisch, wie soll ich das jetzt formulieren, interessante Rakete. Ja, ich glaube, interessant ist eine ganz gute Wortwahl dafür. Die schießen wir jetzt schon mal hoch, denn wir können die ja, sobald sie bereit ist, oder sobald wir sie da haben, in der Nähe vom Space Camp im Orbit laufen lassen. Das stresst ja überhaupt nicht. Hatte ich noch eine Aufstiegsantenne? Ja, habe ich ja logischerweise viermal mit dabei. Das ist ja alles gut. Ist die auch überall dran? Ja. Gut, da ist meine richtige Antenne. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schießen wir das Ding jetzt mal in Bereitschaft zum Space Camp. Dann haben wir das da und dann können wir dort fertig machen. So, auf die Booster sind tatsächlich gar keine Kappen drauf, weil ich damit nur den initialen Schwung mache. Nach ein paar Sekunden, das hat der Furzbacke schon ganz gut formuliert, sind die eh ausgebrannt. Da habe ich noch nicht genug Geschwindigkeit aufgebaut, um tatsächlich relevant Aerodynamik zu erzeugen. Und ich habe natürlich auch das Aerodynamik-Hütchen des Verderbens ganz oben drauf. Also eigentlich kann gar nichts schief gehen. So, Dockingport ändern. Das wäre beinahe schief gegangen. Ja, völlig valider Einwand. Dockingport muss natürlich noch angepasst werden. Also danke Antrax, danke Elu, dass ihr es nochmal geschrieben habt. Das ist auch Bugless, haben ja einige nochmal geschrieben. Natürlich korrekt, vor lauter Gebastel. Aber noch, solange wir noch nicht gestartet sind, ist noch nichts verloren und wir haben noch 5 Tage Zeit. Ich baue jetzt schnell noch die obere Stelle zumindest auf Construction Ports um. Das ist wichtig, dass wir da mitarbeiten können, weil hier ist die Stelle, wo wir andocken wollen. Und die sollte nicht aus komischen Dingen bestehen. Zack, sondern aus Dingen, die kompatibel zu der Station sind. Hier sind die, glaube ich, drin. Jawohl. So. Zack. So, theoretisch. Ganz theoretisch. Sitzt der jetzt sauber drauf? Ja, passt. Okay, also. Das brauchen wir auch nicht so lang. Eigentlich kann man das alles ein bisschen kürzen, ne? Dann haben wir auch den Windschutz direkt über der Kapsel. Huch. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Vom Placement her. Zumindest. Ja, es berührt sich noch nicht. Ja, dann haben wir ein bisschen weniger Dings. So, aus, die anderen, ja, die können wir eigentlich auch schon mal vorbereiten, auch wenn die noch disabled sind. Wir wollen ja später nicht unnötig Treibstoff verschwenden. So, das ist unterm Hütchen, das ist relativ gut gekürzt jetzt. Wir haben jetzt Construction Ports, wir haben Strom, wir haben Funk, wir haben alles. Ja, zweiter Anlauf, würde ich mal sagen. Los geht's. Mit der Space Camp Capsule Rettungsrückkehr irgendwas System. Mal sehen, ob das in den Orbit kommt. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Puffer, was die Delta V angeht. Wir können vorsichtig fliegen. Das heißt, verdammt mich nicht, dass das jetzt sicherlich heute nicht der perfekteste Gravity-Turn aller Zeiten wird. Oh shit, irgendwo habe ich eine komische Kontrolleinstellung. Warum das? Warum habe ich... Wer sieht sich denn hier als neues Root-Part, um mir so eine Richtung zu geben? So, ich würde gern Control from hier machen. Thank you. So, dann brauchen wir unsere Station als Target, da wollen wir nämlich hinfliegen. Wo ist sie? Da ist sie. Set as Target hat eine APO von 125 und eine Periaps von 124. Das heißt, wir können ungefähr einen Aufstieg auf
124 Kilometer schon mal riskieren. Oder 120 Kilometer schon mal riskieren. Das heißt, wir haben auch einen schönen steilen Aufstiegsvektor. Und wir können nicht nur zweite leisten, wir können das Ding, glaube ich, fast 10 Mal bauen, wenn es so unbedingt sein soll. Muss aber nicht.